Und damit hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Morrowind Let's Plays, wo ich mich ja gestern entschieden habe, ganz kurzfristig nicht weiterzuspielen und heute mir vorgenommen habe, den Gamma-Wert zu korrigieren, glaube ich. Oder ist der nach oben? Er ist nach oben. Okay, es ist sehr dunkel hier. Ist es für euch auch so dunkel? Nö. Was wollte ich sagen? Genau, mich gestern entschieden habe, ganz kurzfristig eine Aufnahmepause zu machen, weil ich die Lust verloren hatte und heute mir fest vorgenommen habe, 3 Folgen am Stück aufzunehmen, also 1,5 Stunden. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich hoffe. Danach fange ich dann an, WoW zu farmen. Ja, es geht ja schon wieder gut los. Oh, 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 oh. Ja, also wie gesagt, einer der wenigen Punkte bei Morrowind, die echt leider, leider nicht so geil sind. Diese Steuerung in diesen Höhlen. Was ist denn das da? Das ist ein Käfer? Weiß es nicht. Ich kann sogar schneller schwimmen. Mensch, warum schwimme ich denn nicht schnell? Ich schwimme total lahmarschig. So, und wir haben ja jetzt den Bogen und schaffen den Bogen. Ach, das ist noch das tote Skelett, weil ich es nicht gelootet habe. Leiche beseitigen. Looten wir es mal jetzt. Hihi. Ist der hier auch noch rum? Perfekt, wenn ich nochmal in die Höhle will, habe ich den ganzen Loot wieder. Kann ich den Loot wieder sammeln. Aber wir wissen ja mittlerweile, es respawnt nur, wenn ich die Leichen beseitige. Das hat Vor- und Nachteile, dass das so ist. Ich würde sagen, es hat mehr Nachteile, die Leichen zu beseitigen. Aber, ach komm, was soll's. So, die Schilder brauche ich nicht. Lass mal hier liegen. Hier oben müsste auch noch einer sein. So, und wir schaffen jetzt unser Schild weg und schauen mal, dass wir in der Storyline vorankommen. Seit langer, langer Zeit mal wieder. Seit echt vielen Folgen. Und ich hab gestern zum ersten Mal grafisch ein bisschen was überarbeitet. Also jetzt nicht grafisch sonst was, sondern ich habe mein Codec umgestellt auf eine variable Bitrate. Und dann ist dieses Morrowind-Video dann glattweg gleich mal anstatt sonst zwischen 1, also normalerweise war es vorher. Ich muss von vorne anfangen. Also die ersten Aufnahmen von mir waren immer konstant mit 12.000 Mbit. Fertig. 12.000? 12 Mbit. Fertig. Mehr, hab ich gesagt, ja, muss reichen für Full HD, ist das eigentlich vollkommen passend. Dann hat mir einer gesagt, ja, du brauchst es nicht wundern, dass es ruckelt, wenn ich so aufnehme, weil viel zu viel Speicherplatz. So, und jetzt habe ich auf eine variable Bitrate, also dann habe ich diese runtergestellt, deswegen habe ich damals waren erstmal, Alter, die Sätze sortieren. Damals waren die Folgen immer 3 GB groß. Das heißt, eine halbe Stunde 3 GB. 1 GB alle 10 Minuten. Wo muss ich denn hin? Weltkarte. Dort ungefähr hin. Und jetzt habe ich das dann umgestellt gehabt auf 6 Mbit. Dann haben die Folgen tatsächlich bei einigen Spielen weniger geruckelt. Und jetzt habe ich einfach auf eine variable Bitrate umgestellt. Und habe ihm aber gesagt, er soll... also ich kann dann einen Qualitätswert angeben zwischen 0 und 45, glaube ich, oder so. Der Mittelwert, die genau die Mitte ist, 25. Ich habe ihn jetzt auf letzten Folge auf 18 gehabt und habe ihn jetzt noch runtergenommen auf 15. In der Hoffnung, dass ich bei anderen Spielen... ich glaube nicht. ...weniger Probleme habe. Und das werden wir noch ausprobieren. Und jetzt, hier bräuchte ich theoretisch gesehen mal einen Händler... Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Händler finde. Ich glaube zwar nicht, aber wir gucken mal kurz. Aber ausgeschildert steht keiner. War die Musik. Ich glaube, früher haben die Spiele noch durch Musik bestochen, glaube ich. Ich weiß nicht warum, ich finde einfach die Musik ist so geil. Handeln. Der hat nur 150 und wird mir das hier wahrscheinlich nicht abnehmen wollen. Ne, wird nur das hier nehmen. Das ganze Fleisch und sowas. Dann kriegt er das auch mal alles. Aber viel leichter werde ich damit dann tatsächlich leider nicht. Das, was ich gerne loswerden würde, werde ich so nicht los. Aber egal. Bei ihr war ich ja schon ein paar Mal. Ich schaue mich jetzt noch mal kurz in allen Zelten um, ob irgendwo vielleicht noch ein Händler versteckt ist. Aber ich glaube ja nicht.
Ich sollte mich demnächst, wenn ich in Städte komme, einfach von Anfang an umschauen und nicht erst irgendwie 20 Tage später. Handeln. Hallo, du hast 200 Gold. Du nimmst das da und das. Das kannst du dir nicht leisten. Das ist aber blöd. Warum kann er sich das nicht alle leisten? Noch was Wertloses. Das hier ist alles wertvoll. Das ist wertlos. Das sind Dietriche. Gewöhnlicher Seelenstein. Okay, dann holen wir uns die 169 hier. Sind zumindest etwas leichter, nicht super viel leichter. Und ich schaue jetzt noch in die anderen Lager rein, wenn ich schon einmal dabei bin. Ausbildung. Was bildest du denn aus? Athletik, Blocken und... Na gut, nichts, was ich jetzt unbedingt... Obwohl, komm, ganz ehrlich, Blocken. Wie hoch ist mein Blocken-Skill? 52. Einen bräuchte ich fürs Level-Up. Blocken. Die kann mir nichts beibringen. Athletik habe ich auch als Hauptskill. Ja, kann sie mir Athletik beibringen? Ausbildung... Athletik. Natürlich nicht. Was? Warum sollte sie auch mir sowas beibringen können? Und das war, glaube ich, der, wo ich... Ja, genau. Den soll ich das Schild bringen. Mit ihm kann ich nicht handeln. Okay. Dann reden wir jetzt mit ihm. So. Hallo Fremdländer. Habt ihr das Weihungsritual verzogen? Weihungsritus. Dies ist der Bogenknochenbeißer meines Vaters. Ihr habt das Weihungsritual beendet. Ich ernenne euch, Dickwanz, zum klaren Freund der Aschländer. Behaltet den Bogen meines Vaters und tragt ihn in Ehren. Ihr seid ein Freund unseres Stammes und dürft in unseren Uschilak-Betten ruhen. Aber... Uschilakulek-Betten ruhen. Aber fügt keinem Stammesmitglied Schaden zu oder nehmt fremde Sachen. Und nun werde ich mein anderes Versprechen erfüllen. Geht zum Zelt der weißen Frau von Nibula Masar und Nibani Mesa soll euch die Revanche Prophezeiung prüfen. Soll euch auf... Okay. Revanche Prophezeiung. Da ihr nun ein Clanfreund seid, will ich ganz offen reden. Ich bezweifle, dass ihr der Neravin seid. Ihr... was ist denn los hier? ich bezweifle, dass ihr der Neravin seid. Ihr seid ein Fremdländer. Aber der Neravin wird alle Fremdländer aus Morovan verjagen. Wie könnt ihr also der Fleischgewordene sein? Die Fürstenhäuser haben unser Land gestohlen und uns mit falschen Göttern verhöhnt. Die Fremdländer stehlen unser Land und unsere Würde. Der Neravine ist die letzte Hoffnung der Aschländer. Ich werde nicht zulassen, dass ein Fremdländer uns die Hoffnung stiehlt. Das sind ernste Worte, Dickwanz. Worte auf Leben und Tod. Ich sehe Ehre und Dienste in euch. Und ich bin stolz, Ich bin stolz, euch Clanfreund zu nennen. Was ist denn los heute? Ich muss mich irgendwie... muss auch noch ein bisschen mehr trinken. Entschuldigung. Ich versuche mich hier anzustrengen, dass ich vernünftig lese. Es klingt total scheiße. Aber seid vorsichtig. Was ihr im Namen des Neverin sagt und tut. Nun geht und befragt Nibani Mesa und hört genau zu, was sie euch zu erzählen hat. So. Ich weiß ja schon, wo sie steht. Sie hat mich ja direkt dahin geschickt. Sie hat mir bloß nicht gesagt, dass sie diejenige welche ist. Nur zu. Habt ihr Fragen zu den neravinischen Prophezeiungen? Wollt ihr wissen, ob die Prüfung bestehen könnt? Glaubt ihr, ihr seid der Neravin? Neravinische Prophezeiungen. Es gibt eine große Anzahl an neravinischen Prophezeiungen und sie alle suggerieren viele Dinge. Geburt und unbekannte Eltern, der Mond und Stern, sieben Flüche, der Bann für den Fluch, die Prophezeiung der Fremde, die Prophezeiung über die sieben Missionen und die verlorene Prophezeiungen.
Fragt mich über all diese Dinge, falls ihr Geduld habt, weise genug seid oder falls ihr ungeduldig seid und es gleich wissen wollt. Fragt einfach, werde ich die Prüfung bestehen, die Nerawinsche Prophezeiung mir auferlegt. Nur zu, Fremdländer. Ich bin die weise Frau. Stellt eure Fragen und ich werde euch antworten. Ich habe keine Lust, mir das jetzt hier alles durchzulesen. Wenn es euch interessiert, werde ich selbstverständlich das Ganze andersrum. Wenn euch das Ganze interessiert, dann müsst ihr euch das Spiel kaufen und selber bis hierhin spielen, was kein Riesenaufwand ist, wenn ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also, alles muss ich ja auch nicht machen. Ich habe einfach nur keinen Bock, den ganzen Scheiß vorzulesen. So, die Nerawinische, die Prüfung. Ihr seid nicht der Nerawine. Ihr könnt es aber werden. Es ist ein schwieriges Rätsel. Doch ihr habt einige der Teile gefunden und ihr könnt noch mehr finden. Wollt ihr der Nerawine sein, dann sucht die verlorenen Prophezeiungen bei den abtrünnigen Priestern des Tempels. Findet sie, bringt sie mir und ich werde euch führen. Und nehmt jetzt diese Abschriften von Fremde und sieben Visionen. Jetzt. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Denkt darüber nach. Tut, was getan werden muss. Mein Tagebuch wurde aktualisiert. Sagte mir, wissen wollte offen. Nun habe ich Zaius Bericht zu erstatten. Genau, so, das heißt, ich gehe zu Zaius und erstatte ihm Bericht erstmal. Das ist der nächste Weg. Wie gesagt, so dass wir etwas vorankommen in der Story. Der Weg ist jetzt auch wieder. Ja, wieder bis nach hier laufen, dann da und dahin. Es geht schneller als man denkt. Aber ja. So, ich nehme wieder übrigens kurz vor knapp auf. Heute ist der 16. Das ist die Folge vom 17. Und wenn ich heute nur anderthalb Stunden aufnehme, lebe ich nur bis zur Folge 22 auf, also bis zum 19. Also, oh, ich sollte mal nach schlafen gehen. Falls ihr also Feedback geben wollt und irgendwas, was vielleicht interessant für mich wäre. Okay, das war jetzt äußerst clever, weil jetzt habe ich erstens mein Level up fertig und zweitens, das hatte ich schon vorher fertig, ich habe vergessen zu schlafen und jetzt gehe ich noch fix schlafen und mache noch mein Level up, bevor ich den ganzen Weg zurücklautsche. Was ist heute los? Warum habe ich keinen rechten Handschuh mehr an? Ich habe keinen rechten Handschuh mehr an. Habe ich hier irgendwo noch einen rechten Handschuh? Ich habe irgendwann aus Versehen meinen rechten Handschuh ausgezogen und habe ihn ernsthaft auch noch verkauft? Ernsthaft? Oh, ich glaube es nicht. So ein Scheiß. Oh. Ich bin schon gewundert, warum die Hand so komisch aussieht. Egal, bis geheilt rasten. So, in Stärke, Geschicklichkeit und Charisma? Eigentlich, das ist dieser Punkt. Ich mach mal Schnelligkeit. Theoretisch gesehen könnte man auch irgendwas anderes nehmen. Das ist dieser Punkt, dass ich sage, es wäre zwar cool, wenn wir Falschen weiter nach oben nehmen und auch Charisma wäre dann ein sehr sinnvoller Wert, aber so richtig nach oben gepusht. Ja, eigentlich hat es keinen Sinn, das nach oben zu pushen. Also, weil die Händler haben kein Gold. Also klar, es ist cool, wenn ich einem Händler irgendwas geben kann und der muss mir dafür super viel Gold geben. Aber wenn es keinen Händler gibt, der überhaupt so viel Gold hat, dann brauche ich auch meinen Skill nicht höher ziehen, um den Leuten mehr Gold aus der Tasche zu ziehen. Weil ich ziehe ja jetzt schon alles Mögliche aus der Tasche. Mehr als ich jetzt mache, kann ich ja gar nicht mehr rausziehen. Also, schwieriger Punkt. Und ich ärgere mich übrigens, dass ich statt Sicherheit, dass ich hier Sicherheit habe, anstatt verzaubern. Obwohl ich Sicherheit ja durchs Schlossknacken mit nach oben nehme. Also ist es jetzt nicht so katastrophal. Aber Sicherheit maxen ist dann auch sowas wie, ja, mal schauen. Und ich bin auch gespannt, ob ich es überhaupt schaffen werde, meinen Charakter zu maxen, bevor ich mit der Story durch bin. Und ob ich überhaupt feststellen werde, wenn die Main-Story zu Ende ist. Also ob's... Was ist das da für ein Mob? Ah.
Also nicht, dass es am Ende wie Dingens ist. Der schafft es, sich schneller zu heilen, als ich ihn Schaden machen kann? Ernsthaft? Boah, hör mal auf. Es nervt. Immer falle ich auf den Boden. Okay, ich brauche dringend einen Heiltrank. Inner. Und ich kriege ihn nicht tot, oder was? Der heilt sich schneller, als ich Schaden machen kann, weil er mich auch jedes Mal wieder umbrezeln kann. Okay, wir stellen mal kurz ein was um. Und zwar, ich will wissen, ob das irgendein ist. Immer bester Angriff, das mache ich jetzt. Selbst dann habe ich Probleme beim Treffen. Selbst dann. Den hier so. Okay, also das war ein herausfordernder Mob. Und eigentlich hat mich nur gestört, dass er... Also eigentlich stört mich die ganze Zeit nur, dass ich diese eine blöde Krankheit habe und ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie ich die loswerde. Wenn das aufhören würde mit dieser Krankheit... Ich war gerade verwundert, weil mein Laptop die ganze Zeit düdlüm, düdlüm, düdlüm gemacht hat. Wenn das mit dieser Krankheit aufhören würde, wäre der Rest tatsächlich gar nicht so das Problem, weil ich dann noch nicht erneut auf den Boden fliegen würde, wenn ich angegriffen werde. Ja, ich habe aber halt noch nicht rausgefunden, wie ich diese Krankheit loswerde. Und vielleicht ist das aber auch die Krankheit, die ich brauche für die Story, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe. So, und ich habe jetzt die Option immer bester Angriff mal angelassen. Und schaue mal, ob das überhaupt irgendwas bringt. Wenn ich gerade wieder schon auf dem Boden lag. Gerade eben schon wieder. Welche beseitigen? Ja, Rüstung hat sich auf 69 verbessert. Und weg ist er. Dum, dum, dum. Da ist man auch schon mehrmals vorbeigelaufen an diesem Ding. Und ich weiß gar nicht, ob die was mit dem Add-on zu tun haben. Weil ich glaube nämlich, dass das Add-on-Inhalte sind. Diese Teile gab es nämlich, glaube ich, vorher nicht. Aber ihr, wie ihr gesehen habt, ich spiele mit den Add-on. Das seht ihr beim Starten, dass ich da... Ich stand da im Tribunal. Also zumindest, ich glaube, dass ich mit den Add-on spiele. Nicht, dass ich hier lüge und ich mich dann alle flamed. Also sollte ich lügen und mit was anderen spielen, dann dürft ihr mir das gerne sagen. Dann werde ich das... Auf jeden Fall noch korrigieren und werde mir das Add-on besorgen. Aber ich glaube nicht. Ich habe mir irgendwann, glaube ich, mal die Game of the Year Edition geholt. Irgendeinen Sale. Ich finde es krass, dass ich immer noch so schnell die Skills hochgepusht bekomme. Ich habe jetzt wieder auf diesem Weg schon wieder 4 Skillpunkte gemacht. Auf diesem kurzen Weg von dem Lager da unten bis hierhin. Es ist so nervig. Es ist so unglaublich nervig. Ich will endlich diese Krankheit loswerden. Welche beseitigen? Schon wieder eine Änderung des Sounds. Das bedeutet meistens, dass irgendein Mob in der Nähe ist. Ja, da oben ist er. Alles klar. Dann wünsche ich mir Glück, dass da oben... Natürlich ist er da. Was auch sonst. Dann muss ich jetzt warten, dass der sich mal auf den Weg nach unten macht. Selbst immer bester Angriff sorgt nicht dafür, dass man automatisch...
Unglaublich. Es ist einfach nur unglaublich. Was man automatisch immer trifft. Und schon wieder. Also wenn das mal passieren würde, wäre es ja okay, aber diese Krankheit ist so nervig. Ich schon wieder auf dem Boden. Ich krieg halt auch den übelsten Schaden durch diese Krankheit. Genau. Natürlich. Selbstverständlich. Er hat eine ganz schöne Show abgeliefert, um zu sterben. Nehmen wir aber noch fix einen Schluck trinken. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Minecraft Let's Play haben wir einen Zuschauer gehabt, der hat sich gemeldet gehabt und ich weiß auch noch, wie er heißt, der Slowmo. Der wird auch das hier nicht gucken, weil er es gesagt hat, dass er daran kein Interesse hat. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ihr wollt, dass ich euch eine Folge widme, dann schreibt einen Kommentar darunter und dann suche ich mir einen aus und widme euch eine Folge und sag, grüße euch dann schön drinne. Also, wenn ihr von mir gegrüßt werden wollt, schreibt einen Kommentar unter das Video, dass ihr gerne gegrüßt werden wollt und dann haue ich auch Grüße an euch raus. Oder wenn ihr vielleicht irgendwas anderes von mir haben wollt, keine Ahnung. Je nachdem, was sich einrichten lässt, kriegen wir das bestimmt geregelt. Also, wenn ihr wollt, dass ich euch eine Folge widme, schreibt einen Kommentar. Ich werde das auch in anderen Let's Plays durchziehen, knallhart. Immer schön, wenn ihr wollt, dass ihr euren Namen erwähnt werden wollt. Dann schreibt es drunter und dann mache ich das auch. Alter. Unglaublich. So. Es macht halt tatsächlich gerade aktuell keinen Spaß, wie ihr seht. Also, dieser Punkt so, wenn wirklich ein Dauernd zu Boden fällt, dann ist es wirklich schon nervig. Also, das hat auch nichts mehr mit, oh, cool zu tun, sondern das ist wirklich so, oh. So, aber jetzt dürften wir nicht weiter kämpfen. Und ich muss mal schauen, vielleicht kriege ich in dieser Stadt mal jetzt irgendwo, meinen rechten Handschuh gekauft, weil ich habe mir den rechten Handschuh aus Versehen verkauft. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht mehr wo und an wen und ich weiß nicht mal, warum ich ihn überhaupt ausgezogen habe. Naja. Sprecht. Ich bin ja gerne etwas verplant, wenn es um sowas geht. So, hier drinnen waren, glaube ich, rechts und links ein paar Händler. Sprecht zu mir. Genau. Wenn ich Glück habe, hat der hier Handschuhe. Reparieren. Reparieren wir erstmal alles und dann handeln wir. Er hat ja auch so viel Gold. Handschuh rechts. Es müsste der Handschuh sogar sein, den ich verkauft habe. Was wünscht ihr denn? Was wünscht ihr denn? Ich werde beobachten. Ich spüre es. Das war der Handschuh, der mir gefehlt hat. So, handeln. Jetzt kriegst du erstmal alles von mir, was ich hier nicht brauche. Und hol mir meine 1400 Gold wieder. Das nimmst du eh nicht, das da noch weg. Das hier muss ich woanders verkaufen. Den Bogen soll ich ja behalten. Der hat jetzt auch kein schlimmes Gewicht. Den kann man durchaus auch da lassen. Okay, dann lassen wir das so anbieten.
Danke für die 1400 Gold, ne? Und auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch ein Händler. Aber der hat, glaube ich... Warst du ein Händler? Nee, es war nur ein Ausbilder. Okay. Hier gab es hier, glaube ich, keinen weiteren Händler. Und wenn, dann nur hier unten... Ich warte. Ja, schön, dass du wartest. Du könntest dich auch bewegen. Genau, sie stand hier noch rum. Handeln. Und ihr müsst sich das alles verkaufen können. Sie hat auch nicht so viel Gold. Was wir aber hier mal auffüllen können, sind die Heiltränke. Die hat Standard-Genesungstränke. Verfeinerten hat sie hier nicht. Die würde ich gerne dann mal auffüllen auf... Ja, mach mal 21. Handeln. Wo ist er denn hin? WWWB, einfach. Das Ding heißt Standard-Genesungstrank, den ich gerne kaufen möchte. Richtig? Richtig. Was sind das hier? Verfeinerte? Nein. Standard... da, Standard-Genesungstrank. Den wollte ich kaufen. So, und jetzt noch einen davon. Da. Aber wir kaufen zwei. Komm, scheiß drauf. Wir haben genug Kohle. So. Und jetzt hauen wir hier wieder ab. Unglaublich, dass man hier immer so oft hängen bleibt. Und reisen mit dem Schlickschreiter. Ich glaube, er heißt Schlickschreiter nach Balmora. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Nach Altruhn. Warum nach Altruhn? Weil wir über Altruhn reisen müssen, wenn wir nach Balmora wollen. Und dann nach Balmora. Wo wollt ihr hin? Boah, es ist neblig geworden. Unglaublich. Eigentlich nicht unglaublich, aber krass neblig. Also... Das ist so Smog ist das schon. Nicht nur Nebel, sondern so smogig. Eigentlich nicht sonderlich geil. So, 3 Minuten haben wir noch. Mal schauen, ob wir da noch die Story in diese Folge reinkriegen. Und warum wurden wir denn hochgeheilt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hochgeheilt. Auf der Reise. Welch ja, auf Vergnügen. Bitte sprecht. Auf Reisen wird man anscheinend hochgeheilt. So, seid ihr gerade da, da ist noch zu sprechen. Befehle. Ihr habt mit Befehle. Ihr habt mit Sulmatul und Nibani Mesera geredet. Aus dem, was sie sagt, lässt sich heraushören, dass ihr wirklich in der Ravine sein könntet. Das ist einfach unglaublich. Ich werde mich wohl an die Vorstellung gewöhnen müssen. Lasst mich Meramilo benachrichtigen. Vielleicht kann sie herausfinden, ob die abtrünnigen Priester irgendwelche verlorenen Prophezeiungen haben. Aber in der Zwischenzeit habt ihr eine Ver... Was? Aber in der Zwischenzeit habe ich eine sehr vertrackte Aufgabe für euch. Denkt ihr, dass ihr bereit seid? Ich bin bereit. Werdet nicht zu selbstbewusst. Ich stimme tatsächlich zu, ihr seid bereit. Doch für alle Fälle gebe ich euch 400 Raken. Bevor ihr loszieht, beschafft euch alles, was ihr zu glauben braucht. Heiltränke, neue Ausrüstung oder Ausbildung und merkt euch, wenn es Probleme gibt, zieht euch zurück, ruht euch aus und versucht es noch einmal. Werdet nicht anmaßend. Ich glaube, die ganze Sache wird nicht ganz einfach werden. Das ist eure Mission. Von der Buchfalder Festung aus wurde eine Patrouille nach Namok geschickt, um Schmuggler zu jagen, die das sechste Haus unterstützen. Sie fanden ein Lager sowie ein Schrein und Priester des sechsten Hauses. Sprecht mit Kriegsführerin Reza Pulia in der Buchfalterfestung. Sie wird euch mehr über die Patrouillen und das Lager erzählen. Eure Befehle: findet das Lager des sechsten Hauses, tötet Dragoth Gares und bringt mir einen vollständigen Bericht über das Lager. Buchfalterfestung. Die Buchfalterfestung ist die Garnison für die königlichen Legionen im Distrikt der Redonar. Die Festung liegt südlich von Altruhn, nur einen kurzen Spaziergang von Altruhns Südtor entfernt. Ah, dort unten, alles klar. Gut, über die Pest kann ich nicht mit ihm reden. Schade. Das hätte mich nämlich noch interessiert, wie ich diese Krankheit loswerde. Gut, dann soweit erstmal, alles ist ja hier jetzt alles klar. Unsere Aufgabe ist es zur Buchfalterfestung und ich weiß auch, wo die ist. So, bist geheilt, hier schlafen wir mal noch kurz. So, und ich werde mich jetzt nochmal ganz kurz, zwischen den beiden Folgen, werde ich mich ganz kurz belesen,
wie ich diese Krankheit loswerde. Vielleicht finde ich es raus, vielleicht auch nicht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Nächste Folge geht es übrigens wieder nach da, nach Altruhen hier unten, wo die Festung schon angezeigt wird. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback, ich freue mich jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss, tschö mit ö.